Bällchenbad in Bahnhofsnähe. Seit Dienstag steht fest, dass der Möbelriese IKEA nach Wetzlar kommt. Die neue Filiale entsteht auf dem Gelände des ehemaligen Zementwerks von Heidelberg Zement an der Hermannsteiner Straße. Die meisten Wetzlarer freuen sich auf die Schweden. Also alles, was nach Wetzlar kommt, muss ja eigentlich positiv sein. Gut. Ich hätte nichts dagegen. Brauchen wir nicht mehr ins Siegerland zu fahren. Das ist gut, da braucht meine Tochter nicht mehr so weit zu fahren. Super. Och, mir ist es eigentlich relativ egal. Da habe ich ja schon alles Mögliche, aber IKEA wird noch gebraucht. Ob Lidl sicher auch noch, muss auch noch kommen. Denn die kleinen Geschäfte werden jetzt peu à peu zugemacht. Und da brauchen wir die großen. Wetzlars Oberbürgermeister Wolfram Dette ist überzeugt davon, dass IKEA in Wetzlar die Stadt in vielerlei Hinsicht voranbringen wird. Für die Stadt Wetzlar ist es eine große Chance für den Einzelhandelsstandort Wetzlar, dass wir weit in die Region hinaus unsere Zentralität erhöhen. Darüber hinaus, meine ich, ist es eine gute Entwicklung für die Industriebrache, die ja seit vielen Jahren im Bereich des ehemaligen Zementwerkes vorhanden ist und die eine Chance bietet, hier unsere Stadt attraktiver zu gestalten. Dass IKEA dem etablierten Einzelhandel in Wetzlar die Kunden abgraben könnte, glaubt Dette nicht. Zumal der Standort ja sehr zentral ist. Wir haben hier nicht eine Investition auf der grünen Wiese am Rande der Stadt, sondern eigentlich fußläufig in der Nähe der Bahnhofsstraße, das heißt eines wichtigen Einkaufszentrums der Stadt. Und von daher gesehen wird IKEA mit seinem Einzugsbereich die Stadt beleben und befruchten. Und so mancher Kunde geht auch einfach lieber in den kleineren Läden einkaufen. Ich unterstütze die kleinen Betriebe, die hier sich angesiedelt haben, die Familienbetriebe, wo ich freundlich bedient und beraten werde und die mir auch mein Möbel dann aufstellen. Bei IKEA komme ich nicht zurecht.